Wenn ich für meine langfristige Geldanlage tatsächlich nur eine einzige Aktie kaufen dürfte, dann wäre es, darum geht's heute. So, ein Hinweis, den ich gleich vergessen haben werde. Also, tatsächlich habe ich gerade das Video aufgenommen und mir ist aufgefallen, einen sehr wichtigen Hinweis habe ich erst am Ende gegeben. Ich möchte euch nämlich zu Weihnachten kurz vorher nochmal etwas mit auf den Weg geben, etwas schenken. Ein kostenloses Live-Online-Seminar. Das letzte des Jahres am Freitag um 17 Uhr. Sehr spannende Themen. Wir sprechen nämlich über einen absoluten Marktführer, der aus meiner Sicht 50% Abwärtspotenzial hat. Wir sprechen über meine drei Top-Favoriten aus dem Goldsektor. Wir sprechen über eine Indexaufnahme, die es in sich hat, denn Tesla wird am Freitag in den S&P 500 aufgenommen. Das kann ziemlich wilde Bewegungen nach sich ziehen, denn noch nie ist ein derart großes Unternehmen überhaupt in den S&P 500 aufgenommen worden. Und wir sprechen natürlich über eure Fragen. Und jetzt geht's los mit der einen Aktie, die ich kaufen muss, darf oder sollte, wenn ich denn nur eine Aktie kaufen dürfte. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. Zuerst einmal frohe Weihnachten und herzliche Grüße an die Kollegen von OnVista. Den habe ich nämlich sauber den Titel geklaut heute. Ja, gut geklaut ist besser als schlecht selber gebastelt. Tatsächlich habe ich die Frage aber sehr, sehr häufig gestellt bekommen. Sag mal, wenn du nur eine Aktie kaufen dürftest, welche wäre das denn? Und ich tue mich dann ein bisschen schwer, weil ich natürlich sage, meine Freunde, es geht um die Diversifizierung. Ich will nicht nur eine Aktie kaufen. Also fragt mich bitte nicht, ob ich nur eine Aktie kaufen würde, sollte, dürfte, weil schließlich und endlich das dann ganz häufig dazu führt, das ist zumindest meine Sorge, dass man genau die Aktie dann übergewichtet. Und so ist es nicht gedacht. Aber die Antwort auf diese Frage ist natürlich dennoch spannend. Und ich möchte gleich am Anfang die Antwort geben. Sie lautet nämlich Amazon. Und zwar aus einem anderen Grund, als ihr es jetzt denkt. In Amazon ist nämlich reichlich Fantasie mit Blick auf die nächsten 5 Jahre. Und ich könnte einen schönen Spannungsbogen bauen können, bis ich dann bei der Aktie ankomme. Ich weiß aber, es gibt so 0,01% der Kandidaten, die immer unter jedem Video schreiben müssen, in diesem Video geht es um, in Minute 2 bis 5. Und ich habe mich da früher mal drüber geärgert und in einigen Videos gehe ich auch gnadenlos dagegen vor, nämlich dann, wenn ich glaube, dass es jemandem Geld kostet, sich den Rest des Videos nicht anzusehen. Aber eigentlich bin ich ganz happy über diese, na, nennen wir mal etwas speziellen Charaktere, denn eigentlich haben sie meine finanzielle Unabhängigkeit bezahlt. Im Trading und im aktiven Handel braucht es immer diejenigen, die meinen, sie sind schlauer. Es braucht diejenigen, die meinen, sie können mit 10 Minuten Aufwand Geldanlage betreiben. Und das sind genau die, die sagen, okay, er sagt in dem Video die Aktie, also habe ich wieder eine Information mehr. Also, vielen Dank dafür, bleibt bitte dabei. Es braucht in der aktiven Anlage auch immer die, die draufzahlen. Scherz beiseite, alle anderen 99,9% hören sich jetzt gerne nochmal an, warum Amazon? Denn die Aktie hat durchaus auch, sagen wir mal, etwas in sich, was sie für jemanden interessant macht, der sagt, ich will den Extra-Kick haben bei dieser Aktie. Kommen wir zuerst einmal zu den wesentlichen Fakten. Also, wenn ich nur eine Aktie kaufen darf, das heißt natürlich dann auch, ich behalte sie ja bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, denn mein Geld ist in der Aktienanlage deutlich besser aufgehoben als auf dem Sparbuch. Was ist das Wichtigste in meiner Situation? Für mich Sicherheit. Ich bin glücklicherweise nicht mehr in der Lage, dass ich irgendwo all in gehen müsste, sondern ich möchte natürlich Wachstum, aber ich möchte auch, dass mein Geld einigermaßen sicher aufgehoben ist. Und ja, die meisten werden Amazon nicht unbedingt mit Sicherheit gedanklich in Verbindung bringen, aber warum eigentlich nicht? Nennt mir mal bitte eine Situation, unter der Amazon wirklich leiden würde. Es geht hier nicht um Bewertung. Es spielt doch gar keine Rolle, ob die Aktie bei 2, 3 oder 1500 Dollar handelt. Auf Sicht von 10 oder 15 Jahren wird sie vermutlich viel, viel höher stehen. Ja, da ich nur eine Aktie kaufen darf, muss ich sie wahrscheinlich noch länger halten. Also, bewertungstechnische Maßstäbe spielen in diesem Zusammenhang praktisch keine Rolle. Aber Sicherheit sehr wohl. Wir haben es in der Pandemie gesehen.
beziehungsweise in den letzten 6 Monaten, was auch immer daraus gemacht wurde. Das, was Amazon dann letztendlich begünstigt hat, war natürlich nicht die Pandemie, sondern waren die Maßnahmen, die daraufhin ergriffen wurden. Aber auch sonst fällt mir kaum ein Zustand ein, in dem Amazon seine Stellung in irgendeiner Form gefährdet sehen müsste. Fällt mir einfach nicht ein. Sicherheit hat man dann, wenn man einen riesigen Burggraben um sich herum hat. Das hat Amazon. Das einzige Problem könnte vielleicht auftreten, wenn das Internet für mehrere Tage oder gar Wochen ausfiele. Dann gibt es auch kein Online-Geschäft. Dann haben wir vermutlich auch andere Probleme und dann wird es sich vermutlich um ein regionales Problem handeln. Also, Sicherheit, Amazon, das geht zusammen. Auch in puncto Cashflow. Und da wären wir bei dem nächsten Punkt. Ich wünsche mir dann schon bei einem Investment, was ja dann mein einziges ist, Dividendenzahlung. Auch das geht im Moment nicht zusammen. Nur, es wird der Tag kommen, da kann Amazon aufgrund seiner schieren Größe schon nicht mehr 30-35% wachsen. Ja, auf Jahressicht jeweils. Das wird irgendwann nicht mehr gehen. Wenn du eh schon der Größte bist, dann wird es auch mit dem Wachstum schwieriger. Noch wachsen sie recht aggressiv und nutzen ihr zumindest einen beträchtlichen Teil des Cashflows, um zu wachsen. Das ist in einigen Branchen geht so weit, dass sie derart disruptiv sind, dass dann außer Amazon keiner mehr da ist. Da kommen wir gleich noch zu, dass das etwas eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Aber es wird der Tag kommen, da werden die Dividenden bei Amazon nur so sprudeln. Davon bin ich überzeugt. Sicherheit und Dividenden habe ich. Das Wachstumspotenzial habe ich dazu. Das ist jetzt noch sehr hoch. Das wird in den nächsten 30 Jahren sinken. Wie gesagt, aufgrund der Größe. Das ist aber für mich völlig in Ordnung. Dann wird auch die Bewertung zurückkommen. Dann wird Amazon nicht sich mal eben so wie in den letzten 18 Monaten verdoppeln im Kurs. Ja, dann wird das langsamer vonstatten gehen. Aber denkt dran, Sicherheit. Ich kann mir natürlich jetzt ein sehr, sehr viel kleineres Unternehmen suchen und sagen, Mensch, das Wachstumspotenzial, wenn das erstmal groß rauskommt. Genau, aber dieses Wörtchen, wenn das passiert, das möchte ich bei der langfristigen Anlage ja nicht. Das heißt also, alle kleinen Nischenplayer, die vielleicht mal die großen werden, die scheiden aus. Das hätte mir zu viel Wettcharakter. Ich will ja einen, der es schon bewiesen hat. Dass der im Laufe der Zeit irgendwann langsamer wächst, ist für mich dann vollkommen in Ordnung. Und jetzt habe ich es angedeutet am Anfang. Es gibt durchaus noch so etwas wie den Extra-Kick bei Amazon. Denn es ist nicht nur Amazon, die ich aufgrund der Sicherheit kaufen will, sondern es ist ein Unternehmen, welches in Amazon drinsteckt, im Laufe der nächsten Jahre aber geboren wird. Amazon Web Services, AWS. Das ist eigentlich der Grund, warum Amazon für mich so eine, in Anführungszeichen, sichere Aktie ist. Ich weiß nicht, wie sich der Onlinehandel entwickelt in den nächsten 10 Jahren. Wenn ich auf die letzten 10 Jahre schaue, kann ich mir alles vorstellen. Vielleicht haben wir Apps, in denen wir, ja, vielleicht haben wir endlich mal Virtual Reality Brillen auf und wir sind dann wie im Shop und greifen nur noch und das geht alles ganz schnell und who knows, ja. Ich bin nicht der richtige Visionär für sowas, das gebe ich ganz offen zu. Mir fällt das, ich kann sehen, dass in der Vergangenheit das Ganze wahnsinnig schnell gegangen ist. Aber ich bin auch nicht der Techie, ja, ich Star Wars und Star Trek, so sieht meine Zukunft aus. Beim einen ist es mehr wünschenswert als beim anderen. Also alles ist möglich und vielleicht sehen wir das als Hologramm und dann vielleicht können wir uns sogar als Hologramm die Dinge anziehen. Who knows, ist mir alles egal. Was ich aber weiß, ist die Datenmenge. Die wird steigen. Und da suche ich mir doch gerne den Marktführer, wenn es um die Verwaltung der Datenmenge geht. Und das ist AWS. Der Cloud-Anbieter Amazon Web Services ist aktuell der Marktführer. Es gibt andere, auch Microsoft hat einen sehr großen Dienst, Google hat einen großen Dienst und die wird es alle auch weiterhin geben. Aber das Geschäft ist noch stabiler als alles, was ich jetzt genannt habe. Denn egal wie die Welt sich entwickelt, auch hier nochmal, solange das Internet weiter wächst, und es braucht nicht nur das Internet, es braucht auch die Mobilfunkdaten und, solange wird es Datenmengen brauchen, die irgendwo gelagert werden müssen. Und genau da kommt AWS, Amazon Web Services, ins Spiel.
Das ist eigentlich meine Karte für Sicherheit. Und ich glaube, und deswegen hat Amazon auch so etwas wie IPO-Charakter, ich glaube, das ist keine, wahrscheinlich nicht in den nächsten 12 Monaten passiert, wer weiß, aber es wird auch keine 10 Jahre mehr dauern, bis die Firma separiert an die Börse kommt. Denn gerade solche politischen Prozesse, das ist ja ein politischer Prozess, den wir bei der Aufspaltung der Konzerne sehen werden, die gehen dann manchmal sehr, sehr schnell. Ihr habt es jetzt mitbekommen, Facebook ist reichlich unter Druck geraten. Kurstechnisch dürfte sich das sogar noch in Grenzen halten, weil es am Ende für die Aktionäre und für den Kurs gar nicht so negativ ist, dass man gesagt hat, WhatsApp, Instagram muss ausgegliedert werden. Das ist einfach eine zu große Marktmacht. Und ich glaube, dieser Prozess, unabhängig davon, wer Präsident ist in den Vereinigten Staaten, unabhängig, wer in Europawahlen gewinnt, ich glaube, dieser Prozess ist unaufhaltsam. Die Großen sind so groß geworden, dass sie teilweise zu beinahe supranationalen Organisationen geworden sind. Und wann immer der Staat seine Hoheit gefährdet sieht, und da sind sich dann ganz sicherlich alle einig, auch die Parteien alle einig, dann gilt es zuzuschlagen. Und ganz ehrlich, so völlig abwegig ist das nicht. Das sind hier teilweise nicht mal mehr Oligopole, das sind teilweise Monopole, die wir hier bestehen. Wer will bestreiten, dass Google eine Marktmacht hat, die an ein Monopol heranreicht? Und Ähnliches gilt natürlich für die Großen in vielen Gebieten. Das gilt auch für eine Amazon. Das heißt, ich glaube, wir werden diese Aufspaltungswelle sehen. Und nun könnte man als Aktionär sagen, ja, warum wehren die sich eigentlich dagegen? Ja, das ist doch für den Aktionär gut. Die Börse mag doch, wenn sie Einzelteile bewerten kann. Das ist richtig. Aber ein Jeff Bezos von Amazon, man könnte Amazon auch problemlos in 3 oder 4 Unternehmen aufspalten, möchte natürlich als Gründer, dem kommt es nicht so sehr darauf an, dass er vom reichsten Menschen zum allerreichsten Menschen wird. Dem kommt es darauf an, dass er seine Macht zentriert. Es hört sich so böse an, aber es ist sein Unternehmen und er möchte letztendlich von einem Punkt aus dieses Unternehmen steuern können. Das sehen wir auch im Übrigen bei Unternehmen in China sehr stark im Moment. Da gibt es auch schon die ersten Tendenzen, dass der Staat sagt, so geht das nicht. Aber Jeff Bezos kann natürlich nicht CEO gleichzeitig von Amazon Web Services, Amazon E-Commerce, Amazon Prime oder whatever sein. Das funktioniert nicht. Das heißt also, er muss Macht teilen, er braucht neue Aufsichtsräte und. All diesen lästigen Kram, der nur dazu führt, dass man Nachfragen beantworten muss. Überspitzt formuliert. Und deswegen sagt man, nee, wir behalten das hier gerne in einem riesigen Konglomerat. Und die werden aufgelöst. Für uns als Aktionäre hat das kurzfristig, ich bin ja langfristig in Amazon, deswegen ist es etwas, was ich eher neutral sehe. Kurzfristig gibt diese IPO einen Kick. Das, stellt euch mal vor, die Schlagzeile, Amazon bringt Amazon Web Services als IPO an die Börse. Das allein, jetzt müsste ich raten, 20-25% Kursaufschlag, Minimum. Minimum für die Amazon-Aktie. Wenn Sie dann dazu noch sagen, ach ja, und wir splitten die Aktie 1 zu 20. Also einmal schön verteilt innerhalb von 6 Monaten und Amazon ist mit einmal 30-50% höher bewertet. Wir haben das bei anderen Unternehmen gesehen. Das ist für mich natürlich, der ich die Aktie ja eh nicht verkaufen darf, weil ich habe ja nur eine, also nur einen Wert, in den ich investieren darf. Für mich spielt es dann keine Rolle, denn langfristig wird das Aufbrechen dieser Monopole natürlich auch Marktanteile kosten. Es ist gut, ein Monopol zu haben für denjenigen, der das Monopol hat, weil alle anderen nicht ranreichen. Das ist bei einer Google noch viel offensichtlicher als bei einer Amazon. Das heißt also, der Effekt am Anfang, wenn sich die Unternehmen aufspalten, ist für den Aktionär, jawohl, da habe ich extra was verdient. Das wird allerdings im Laufe der Zeit weniger, weil das Wachstum schwieriger wird. Ja? Es wird dann die Guten geben, die kauft man, und die Schlechten, die kauft man nicht. Aber ich habe ja auch nicht gesagt, welche von den, es heißt ja nur, ich darf nur eine Aktie kaufen. Es heißt ja nicht, ich dürfte nicht eine Aktie, die ich vielleicht dann noch dazu bekommen habe, wieder verkaufen. Spielt keine Rolle, ihr wisst, worum es mir geht. Deswegen Amazon. Fantasie habe ich da reichlich. Ob das, wie gesagt, kurzfristig stattfindet, mittelfristig oder langfristig, interessiert mich ja dann nicht. Und dazu habe ich halt einen unangefochtenen Marktführer. Wollte ich noch was sagen? Ja, ich wollte noch sagen, dass natürlich aus meiner Sicht
ein bisschen einfacher ist, für Amazon zu argumentieren, weil ich seit 2016 mit den Lesern der Rendite-Spezialisten investiert bin und aktuell, glaube ich, 275% im Plus. Das macht es natürlich einfacher, das gebe ich ganz offen zu, bei einer Aktie zu sagen, ich würde nur die eine halten, aber ich sage es auch ganz offen und Achtung, fetten Disclaimer vorstellen, das hier ist keine Aktienempfehlung. Amazon kann sich in einer Risk-Off-Phase am Aktienmarkt ganz locker in seinem Wert um 30-40% verringern. Easily. All diejenigen, die in den letzten Monaten dazugekommen sind, kennen ja gar keinen Bärenmarkt. So ein Bärenmarkt kann echt mal wehtun. Dauert in der Regel zwischen 6 und 18 Monate, ist also nicht so lang. Aber das alles kann passieren. Hätte ich aber Amazon heute noch nicht, dann würde ich sie immer noch kaufen. Darf ich das so formulieren, ohne dass jetzt jeder gleich anfängt, Amazon zu kaufen? Ich denke schon. Und nochmal der Hinweis, wir sehen uns am Freitag. Dort könnt ihr im Übrigen auch eure Fragen stellen. Von mir aus auch zu Amazon, obwohl ich glaube, die meisten müssten beantwortet sein. Am Freitag um 17 Uhr zum kostenlosen Live-Webinar hier unter diesem Video eintragen. Und schöne Grüße, falls die 0,01% diesmal doch dran geblieben sind, um sich das Video bis zum Schluss anzusehen. Das war's für heute. Jetzt hätte ich beinahe schon frohe Weihnachten gewünscht, aber das ist ja erst nächste Woche. Gott sei Dank. Also, macht's gut, bis dann und ciao.